Jo, Don John hier und heute sprechen wir darüber, warum Pickup niemals Mainstream wird und warum du konkurrenzlos bleibst. Ich bekomme die Frage öfters gestellt, bringt das das überhaupt noch regelmäßig rauszugehen und mit diesen Videos und der ganzen Medienpräsenz, denn es wird immer mal wieder darüber auch in den Massenmedien berichtet, stellen wir uns da nicht selber ein Bein damit, dass wir das so publik machen, denn erstens, es bekommen mehr Frauen mit, dass es Pick-up gibt, dass es Verführung gibt und zum anderen, die Konkurrenz wird immer größer, weil immer mehr Männer davon Wind bekommen und immer mehr Männer rausgehen und Frauen ansprechen. Und dazu sage ich dir, das wird niemals passieren. Verführung und Pick-up, das gibt es schon lange, also sagen wir Verführung zumindest. Es gibt diese Kunstfiguren, Casanova und Don Juan, die sind ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern die gibt es schon sehr, sehr lange. Also Verführung hat schon immer existiert. Aber es sind immer nur ganz, ganz, ganz wenige Männer auf der Welt gewesen, die wirklich das Thema aktiv angegangen sind und wirklich regelmäßig rausgegangen sind und eine Frau nach der anderen verführt haben. Und der Grund, warum Verführung oder Schrägstrich Pickup niemals Mainstream werden wird, ist, weil es einfach... Es erfordert Mut, es erfordert, dass man ständig dass du ständig über deinen Schatten springst, aus deiner Komfortzone herausbrichst und Dinge tust, die für den ersten Moment erstmal nicht der Norm entsprechen. Und wenn du das natürlich regelmäßig tust, dann wird das immer gewöhnlicher für dich, aber da musst du erstmal eine Gewohnheit dir aneignen. Und die allermeisten Männer, sind wir ehrlich, die fangen an, sich hören vielleicht sogar, da gibt es ja etwas, Picker, Verführung, das kann man ja aktiv was tun. Und die sind davon begeistert und die allermeisten konsumieren einfach nur Bücher, schauen sich Videos an und denken, sie müssen erstmal alles perfekt wissen, bevor sie rausgehen können. Und im Endeffekt, sie schieben nur den Zeitpunkt vor sich hin, um selber mal den Arsch hochzubewegen und rauszugehen und Frauen anzusprechen. Und davon abgesehen, diejenigen, die dann wirklich mit Pickup auseinandersetzen, da gibt es noch einen ganz kleinen, verschwindend geringen Teil, die dann wirklich rausgehen regelmäßig und neue Frauen kennenlernen. Es sind also immer nur ganz, ganz, ganz wenige Männer, aktive Männer, die sich das Spielfeld teilen. Und du brauchst keine Angst haben. Also ich zumindest, wenn ich wirklich mal Leute auf der Straße enttarne als Pickup-Artist, wenn ich merke, hey, der macht doch genau das Gleiche wie ich, ich freue mich darüber. Ich denke mir, ja, endlich mal einer, der jetzt auch begriffen hat, der sich seinen Ängsten stellt, der rausgeht und sich nimmt, was er will. Und da ist man auch eher gleich auf einer Wellenlinie, weil man merkt, okay, hat das Ganze durchgemacht wie ich auch und der tut etwas. Und im Vergleich zu den anderen vielen, die nichts tun und einfach nur darüber reden oder sich gar nicht damit auseinandersetzen, hat man da schon viel größere Schnittmenge, worüber man reden kann und ist gleich auf einer Wellenlinie. Von daher, ich freue mich darüber und du solltest dich auch darüber freuen. Und ganz ehrlich, ich gehe ja fast jeden Tag raus und auch nachts raus und mir passiert es sehr, sehr, sehr selten, dass eine Frau sagt, hey, du bist ja Pickup-Artist. Und wenn das mir eine Frau sagt, dann reframe ich das und in 70-80% der Fällen klappt das auch. Dann sage ich einfach, ja klar, ich bin das. Also ich weiche dann nicht in die Defensive, sondern sage, ja, du hast mich erwischt, ich bin das, aber es ist okay, es ist in Ordnung. Und wenn die Frau merkt, dass es für mich kein Problem darstellt, dann stellt es auch in vielen Fällen für die Frau kein Problem dar. Und du musst auch vorsichtig sein mit dem Gedanken, oh, das wird ja immer mehr präsent, das wird immer mehr publik und die Konkurrenz wird immer größer, denn das ist eigentlich auch nur eine faule Ausrede, um dich nicht anzustrengen. Denn wenn du denkst, okay, es wird immer die Konkurrenz wird größer, immer mehr Männer gehen raus, dann denkst du dir, ja, lohnt es sich überhaupt noch, sich damit auseinanderzusetzen und so viel Energie reinzustecken? Soll ich dann wirklich noch rausgehen oder soll ich gleich lieber zu Hause bleiben? Also denk auch darüber nach, du bist oftmals dein bester Freund oder dein größter Feind. Und in dem Fall, ich akzeptiere auch nur Dinge, die mich voranbringen. Was bringt mir, selbst wenn es objektiv betrachtet stimmen würde, dass jeder über Pickup Bescheid weiß, dass jeder weiß, was Verführung, dass es da Leute gibt, die regelmäßig rausgehen und Frauen ansprechen und angenommen, es werden immer mehr, was wäre die Alternative? Würdest du dann trotzdem sagen, okay, ja, es wird immer mehr, es wird immer schwieriger, ich weiß nicht, ob sich das dann noch lohnt, willst du dann stattdessen zu Hause bleiben und im Mitleid versinken? Abgesehen davon, wo die Konkurrenz allerdings sehr, sehr, sehr hoch ist und was sehr viele Männer nutzen, ist zum Beispiel etwas wie Tinder,
Online-Dating, Lovo, Elite-Partner, die ganzen Dinge, weil da versammeln sich alle die Männer, die sich eben nicht trauen, in der S-Bahn, in der Fußgängerzone, beim Einkaufen, im Club, dass die Männer, die sich nicht trauen, da Frauen anzusprechen, die nehmen den Umweg übers Internet und sprechen dann, schreiben dann dort 1000 Frauen an. Und das macht erstens nicht so viel Spaß, ist zweitens mühseliger und drittens, du hast einfach mit viel mehr Konkurrenz zu kämpfen, weil da sind nämlich die ganzen Pussys, die, also männliche Pussys, die sich nicht trauen, das tagsüber zu machen oder nachts direkt auf der Straße, sondern die dann einfach da eine Frau nach der anderen im Internet anschreiben. Also die Konkurrenz wird niemals groß sein, weil das ist Pickup an sich ist einfach eine Nische. Mag sein, dass der eine oder andere schon mal davon gehört hat, auch derjenige, der sich nicht mit Pickup beschäftigt, aber diejenigen, die aktiv rausgehen, die Konkurrenz wird immer verschwindend gering sein. Von daher, mach dir da wirklich keine Sorgen, geh einfach raus, zieh weiter dein Ding durch und du wirst sehen, es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn du rausgehst, dich deinen Ängsten stellst, die Frauen kennenlernst, die du kennenlernen willst und mach dir keine Gedanken. Im Gegenteil, wenn du Freunde hast, dann erzähl ihnen von Don John, dann erzähl ihnen, was da abgeht, was alles möglich ist und anstatt es irgendwie unter Dach und Fach zu halten und niemandem davon zu erzählen, das nennt man nämlich auch dieses Scarcity Mindset, das bedeutet, dass du eine Knappheit verspürst, dass du denkst, okay, ich muss das jetzt geheim halten, denn wenn es immer mehr mitbekommen, dann werde ich weniger Frauen verführen können, weil die Konkurrenz größer wird und so weiter. Es ist einfach nur Kopfkino. Komm runter, entspann dich, geh raus, sprech die Frauen an, verführ die Frauen. Don John verführt. Abonnieren nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video.